You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves in this feeling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost. So, wir sind angekommen, aber anstatt jetzt um 1 Uhr nachts einfach langweilig im Hotelzimmer zu sitzen, sind wir jetzt gerade nochmal alle zusammen ins Taxi gesprungen und gehen jetzt noch eine schöne Pfeife rauchen. Richtig. Und? Richtig. Servus. Richtig. Ja. Das ist schon das erste einmal Mal drauf verkackt. Ja. Direkt einmal vorbei. So, wir sind jetzt noch schnell ins Restaurant und Pfeife gibt's auch. Bedenket, ich habe extra eine Russian Hookah bestellt. Boah, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gestern um 4 Uhr oder sowas, sind wir aus der Shisha-Bar abgehauen und sind dann zurück ins Hotel gefahren. Dann habe ich geduscht, habe mich ins Bett gelegt, vorher noch schön meinen Schlafanzug ausgepackt. Ich schlafe in Hotels sehr gerne mit Schlafanzug, ich bin da so ein richtiger Allmann. Ich kann mich nicht halbnackt in Hotelbetten legen, finde ich richtig ekelhaft, egal wie sauber das Zimmer ist. Schlafanzug angezogen, ins Bett gelegt und ich habe 2 Stunden Fernsehen geguckt, 2 Stunden Podcast gehört. Ich konnte nicht pennen, ich habe kein Auge zugetan. Wir haben mittlerweile irgendwie 9.30 Uhr oder sowas und ich habe es aufgegeben. Ich war jetzt gerade schon wieder duschen, habe mich gerade angezogen. Outfit of the day. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach runter und sauf ungefähr 8 Liter Kaffee. Mindestens. Frühstück ist abgehakt, zweites Frühstück, arbeiten wir dran. Oh ja! So, unsere Tour durchs Einkaufszentrum ist jetzt irgendwie spontan in der Shisha-Bar geendet. Samson heißt das Ganze, ungefähr 20 Euro kostet eine Pfeife. Dazu noch eine schöne Minted Lemonade für ungefähr 5 Euro. Und ja, brauche ich jetzt meinen schönen Doppelapfel. Die Pfeife ist nämlich auch wieder ein wildes Ding. Okay, ich habe gerade ein kleines Déjà-vu, weil genau hier war ich schon mal und da habe ich euch auch mitgenommen. Und zwar ist das die Wüstensafari. Da sind wir jetzt wieder am Start. Wir waren vorhin nur noch kurz im Hotelzimmer, kurz umgezogen, nachdem wir die Pfeife in der Mall geraucht haben. Und jetzt dürfen wir auf einen von den, ich glaube aus 1950 oder so, auf einen von den Range Rovern da hinten. Und dann drehen wir eine kleine Runde durch die Wüste. Machen wir jetzt. So, jetzt werden hier gerade noch ein paar Bilder gemacht. Wir haben nämlich auch noch ein Monster dabei. Und ja, stehen hier gerade in der Wüste. Viertgrößte Wüste der Welt, über 600 Quadratkilometer. So, Bildungsauftrag damit auch wieder erfüllt.
So, wir sind jetzt hier im Camp angekommen und hier hinter mir sind auch sogar schon ein paar Pfeifen. Wir warten allerdings noch auf die Kohle und dann kann es losgehen mit dem Pfeife rauchen. So, einen wunderschönen guten Morgen am Sonntagmorgen. Und Sonntagmorgen in Dubai heißt, heute geht's los. Heute beginnt der Ernst dieser Woche. Wir werden heute die Shisha-Sessions in der Factory haben, wie auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist Free Day. Das ist gut, das ist geil. Freitag ist ja auch sozusagen der Sonntag in Dubai. Ja, und deswegen gehe ich jetzt mal frühstücken und dann fahren wir mal rüber ins Head Office, dann in die Factory und heute Abend noch zu Cozy Cabana. Jetzt sind wir wieder da, Al-Fahra Factory, eben waren wir im Office, sind wir kurz rüber gedüst, ne? Rachma hier, unsere kleine Formel 1 Fahrerin, hat uns gut hat uns gut hergebracht und jetzt machen wir uns ein bisschen Doppelaffel oder so. Alrighty, da sind wir wieder vor dem schönen, schönen Regal. Schon einfach sehr, sehr schön. Und was halt das Geilste ist, ne? Hier sind noch schön die Früchte auf den Packungen. Sieht halt schon einfach geil aus, ne? Basis haben wir hier. Hier noch einen schönen Traum Minze. Minze-Tabak, falls ihr euch erinnert, sowas hatten wir auch mal in Deutschland. Und noch einen schönen Doppelapfel. And we will enjoy our time together. Excited? Yes. Yes. No, it's not enough. Are you excited? Yes. Yeah. Okay. So, ich darf euch leider nicht sagen, was jetzt drin ist. Also den Flavor darf ich nicht verraten. Wir sitzen jetzt hier und rauchen die. Dann kriegen wir so einen kleinen Bogen und dann müssen wir den ausfüllen. Und das machen wir jetzt heute mit 7 Flavern. Aber David und ich werden uns jetzt schön hier 7 Pfeifen hintereinander reinballern. Bin auch ready für die zweite Runde, so ist nicht. Safe. 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 Except me, I don't like sushi. Without fish. No, it's a weird thing. In sushi, I can eat fish. So, eben gab es hier noch schön Mittagessen und gleich hoffentlich das nächste Pfeifchen. Da freue ich mich, dass du uns Schnitzel schubst. Sushi. Egyptian. Hier sehen Sie einen wilden David bei der Nahrungsaufnahme. So, nach dem Essen gibt es den nächsten Test, der nächste Flavor, Kopf Nummer 3. David, einmal nicken oder, ja. Könnte man sich auf dem deutschen Markt vorstellen? Ja. Und unser russischer Freund Dimitri hat uns die Pfeife gebaut, also den Kopf, obviously. So, nächster Kopf ist gebaut. Diesmal meiner. Vorhin hat David gebaut, dann hat uns Dimitri den Kopf gebaut. Und jetzt ist meiner. So, wir sind durch für heute. Jetzt geht's los. Ich habe wieder meine Formel 1 Fahrerin Rachma dabei. Und dann fahren wir jetzt zurück ins Hotel. Heute Abend gibt es eine kleine Planänderung. Normal wollten wir in die Stadt gehen, aber wir fahren auf die Insel, auf die Palma. Da ist unsere Formel 1 Fahrerin. You bring us to the hotel as fast as possible, right? Yeah, Formula 1, right? Formula 1. Let's go. Let's go. Wir sind jetzt gerade noch zum Atlantis Hotel gefahren. Wir haben ja ein paar Leute dabei, die noch nie in Dubai waren. Und ich war 2014, glaube ich, damals mit meiner Ex-Freundin schon mal in Dubai. Da haben wir uns das Atlantis tatsächlich mal genauer angeguckt. Aber ja, die wollten das natürlich auch mal sehen, weil das natürlich schon sehr, sehr beeindruckend hier ist, ne? Also wir sind jetzt praktisch ganz vorne auf der Palme und da steht eben das Atlantis Hotel drauf als Tor nach Dubai. Und dann gucken wir uns das jetzt gleich an. Wir gehen gleich auch noch in eine Shisha-Bar hier auf der Palme und da sollten wir auch einen sehr, sehr schönen Blick beim Pfeife rauchen auf das Atlantis. Das Hotel haben. Wild! Ja.
So, jetzt sind wir noch kurz an die Spitze von der Palme gefahren, also an der Außenseite. Es gibt The Crest, das ist sozusagen die Umrandung von der ganzen Palme. Und da gibt es ganz vorne einen kleinen Aussichtspunkt, wo man auf die ganzen Hochhäuser, also das ist alles Dubai Marina, was man hier sieht, das ist ein Stadtteil. Und hier kann man sich noch die Gebäude angucken. Und jetzt fahren wir aber gleich ins Restaurant und dann gibt es da schön Abendessen und schön Pfeife. Wichtig. Und richtig. So, wir sind auf dem Weg zum Restaurant. Auto ist geparkt. Ich bin sehr hungrig. Das heißt, ich freue mich sehr aufs Essen. Und so eine kleine Pfeife soll auch gut sein. Und ist zwar ein bisschen makaber, weil wir mit Alfacher da sind. Aber so ein Kopf Darkblend zwischendrin, das hätte wohl auch was. Die haben ja einfach Blackcurrant von Darkseid. Sehr gut. Habe ich mir jetzt einen Mix bestellt. So, meine Pfeife ist angekommen. Die Buka gibt's. Obendrauf ein Oblako und Kalaut. Gibt's hier tatsächlich relativ häufig. Also ist auf jeden Fall nicht ankommen, dass man hier einen schönen Oblako bekommt. Und ja, den gönne ich mir jetzt. Und drin ist Blackcurrant von Must-Have und noch ein bisschen Raspberry von Must-Have. Weil auch wenn man bei Alfacher ist, ab und zu so ein schöner Kopf Darkblend, das muss schon irgendwie drin sein, ne? So, als erstes sind die Vorspeisen da. French Fries, Avocado-Salat, Samosas und Baba Ganoush. Schon 100-mal gehört den Namen, hatte keine Ahnung, was es ist. Probieren wir es mal. Guten. Mahlzeit. 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 So, einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise ist es vielleicht sogar eher schon Mittag. Wir sind aufgestanden, haben gefrühstückt, sind schnell rübergefahren zu Alfacher in die Factory. David und ich sitzen jetzt hier gerade. Wir haben eben schon die erste Pfeife wieder probiert. Wir kriegen dann immer so ein schönes Formular, was wir ausfüllen dürfen. Ob uns der Flavor gefällt, wie der Rauch ist, wie das Nikotinlevel ist, wie einzigartig der ist, ob wir denken, dass es gut für den deutschen Markt ist und. Und eben haben wir noch eine sehr, sehr coole Factory-Tour bekommen. Das Problem ist nur, dass in der Factory leider Film und Aufnahmen verboten sind. Sehr, sehr schade. Die hatten da so 13 Meter Stapler, die nach oben gehen. Da sind wir auch eine Runde mitgefahren. Das war sehr, sehr wild. Aber ja, mehr durften wir uns euch da heute leider nicht zeigen. Wir durften gar nichts mitnehmen, gar nichts festhalten. Morgen gehen wir dann aber jeder einzeln einmal durch und da dürfen wir auch ein paar Sachen filmen. Nicht viel. Natürlich will Alfacher da auch nicht die Geschäftsgeheimnisse verraten. Aber immerhin ein bisschen was dürfen wir euch dann morgen zeigen. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, wir dürfen euch einiges zeigen. Aber das sehen wir morgen. Und das mit den Geschäftsgeheimnissen, das muss man wohl auch einfach akzeptieren. Jetzt geht's in die nächste Runde. Und dann gibt's, glaube ich, Happa Happa. Oh.
Okay, und rein geht's ins nächste Ründchen. Wir haben gegessen und rauchen Kopf nach Kopf nach Kopf nach Kopf und bewerten immer schön brav auf den Fragebögen, die wir bekommen, wie wir die Sorten finden. Also es ist schon, wir sind eigentlich schon immer gut eingespannt von so 9 oder 10 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags ungefähr. Also ist natürlich, ist schon Arbeit, aber ist natürlich ein super cooles Privileg, hier die Alfacher-Sorten probieren zu dürfen und die raten zu dürfen. Und genau das machen wir jetzt auch mit dem nächsten. Das ist dann unser letzter Kopf für heute. Also, zumindest vom Testen. Und wir haben jetzt 4:30. Ja, können wir vielleicht sogar pünktlich um 5 Feierabend machen, Anita. Ja. Gehen wir uns dann noch so ein kleines Türmchen angucken, oder? Ein kleines Türmchen, Gott, das ganz kleine. Kleines Türmchen heute. So, Feierabend und jetzt ab zurück ins Hotel. Da geht es dann ein bisschen Entspannungstime und dann fahren wir weiter. Und heute Abend fahren wir noch aus Burj Khalifa hoch. Da war ich ja schon mal drauf, aber ich war noch nie nachts drauf. Das heißt auch für mich was Geiles Neues. So, wir waren gerade noch beim Starbucks und jetzt sind wir aber vom Burj Khalifa, wo es gleich auch noch hochgeht, aber erstmal einmal die Wasserschau. Die muss schon drin sein. Angekommen, haken wir die üblichen Stationen ab, Ice Rink, Waterfall und natürlich auch Dubai Aquarium. Zum Abschluss des Tages gönnen wir uns jetzt hier noch einen schönen Feierabendkopf. Sind noch in eine orientalische Bar gegangen. Also es ist jetzt orientalisch, aber klassisch traditionelle Pfeifen eben. So werden die Köpfe eben hier zubereitet. Und jetzt lassen wir es uns noch schmecken. Mhm. Und wie immer mit Aussicht. Und so schnell ist es nämlich schon wieder 2 Uhr nachts. Duschen und Bett. Wichtig. Und richtig. So, moin moin Meisters. Wir sind jetzt wieder hier mit unserer kleinen Rennfahrerin Rachma und gleich geht's los zum Berg. Und dann probieren wir wieder 1 Million Pfeifen.
okay, wir müssen gerade an zwei Sorten riechen und dann sagen, welche wir besser finden. Und wir waren uns alle einig und Lukas sagt jetzt, er versteht nicht, wo der Unterschied ist. You know what the objective here is for you to choose. So, weg bei Alfacher. Wir sind fleißig am Testen. Wir haben gerade sogar schon eben die erste Pfeife geraucht. Und jetzt geht's schon direkt in die zweite Runde. Kohle liegt auch schon drauf, deswegen let's go. So, Pfeife Nummer 3 läuft. Ich darf natürlich leider wieder nicht sagen, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Flavor, den wir noch nicht in Deutschland hatten. Boah, und davor, der zweite, den wir eben geraucht haben. Holy shit. Bitte, bitte, bitte lass den auf den deutschen Markt kommen. Siehst du auch so, oder? Definitiv. Und Runde Nummer? 4. Viertes Köpfchen für heute. Ich glaube, wir sind nicht mal 2 Stunden da, oder? Nee. Also wir legen hier echt, also wirklich, ich rauche ja nicht wenig daheim, aber hier, holy shit. Jetzt rauch mal halb 1. Ja. Vierter Kopf. Ja, halb 1, vierter Kopf. Let's go. Ich wurde hier so an der Nase herumgeführt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Am ersten Tag sollten Sargon und ich mitkommen, dann sind wir in den Raum und dann haben wir an 30 verschiedenen Dosen gerochen und sollten da schon einsortieren oder aussortieren. Und es gab einen Flavor, da waren Sargon und ich uns sofort sicher, dass wir den aussortieren müssen. Wir sollten nicht nur an unseren Geschmack denken, sondern an den ganzen Markt. Und dieser Flavor, dachte ich, muss raus. Und Sargon war auch sofort, nee, kann man nicht machen, muss weg, geht nicht. Und eben haben wir eine Dose hingestellt bekommen, an der ich gerochen habe. Und ich war, das ist der, den wir rausgeschmissen haben. Ich habe die Flavor gesagt, was ich dachte, was drin wäre. Ich darf es dir leider nicht verraten. Und ich habe gesagt, das ist der. Und dann meinten die, nee, nee, ist anders. Den habt ihr reingebotet. Und ich war so, echt? Da haben wir ja gesagt. So, okay. Dann habe ich ihn gebaut. Dann haben wir ihn geraucht. Und auch beim ersten Zug dachte ich mir, das ist doch, also, und vor allem war der erste Zug auch wirklich, Anita, was war dein Eindruck beim ersten Zug? Ich glaube, ich habe einfach nur gemacht. Ja, du warst so kurz vorm Kotzreiz, ne? Genau. Ja, dann haben wir den ein bisschen geraucht und irgendwie hat man sich aber dran gewöhnt. Langsam, es hat gedauert. Ja. Man hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und dann wurde er aber überraschend gut. Ja. Das auf jeden Fall auch, aber das ist eigentlich der zweite Part von der Geschichte. Der erste Part von der Geschichte ist, dass ich den geraucht habe und dann haben wir uns darüber unterhalten und irgendwann haben die gesagt, ja, das ist der, den ihr rausgeschmissen habt, wir wollten nur noch mal double checken sozusagen. Hey, die haben mich echt dazu gebracht, dass ich mir nicht mehr selbst vertraut habe, ne? Ja. Im Nachhinein bin ich natürlich doppelt froh, dass das richtig war, aber im ersten Moment dachte ich mir, ich hätte meine Hand für ins Feuer gelegt, dass das der ist und ich hätte mich bitterlich verbrannt. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Und jetzt der zweite Part von der Geschichte. Sargon und ich hätten den, wie gesagt, gerne rausgeschmissen. Oder wir haben ihn gestern, wir haben gesagt, nein, den nicht, der ist nicht gut, weil wir können nur so und so viele probieren hier, ne? Und wir haben den raus. Und jetzt haben wir den einen Kopf geraucht und es ist irgendwie geil. Also ich hätte niemals gedacht, dass sowas hauen kann. Nie. Ja, tatsächlich. Irgendwie vermisse ich ihn jetzt sogar schon. Jetzt schon? Weiß nicht. Bin mir unsicher über mein Urteil, weil der war jetzt am Ende doch gut, weil es so was Besonderes ist, was Einzigartiges, was wir so eigentlich noch gar nicht kennen. Aber ich glaube, er ist jetzt rausgevotet, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn nicht super schlecht bewertet. Ich habe halt gesagt, es ist ein bisschen weird und so, aber war jetzt nicht der schlechteste Score. Also ich habe auch nochmal gesagt, das wäre sehr, sehr geil, weil ich auch gerne wissen würde, was viele Leute dazu sagen, weil ich glaube, die meisten werden beim ersten Zug denken, wach, und beim zweiten Kopf werden sie denken, Genau so. Ja, also es wäre schon funny, wenn der kommen würde. Naja, wir machen jetzt mal Mittagspause. Wir machen weiter. Ja, ist Mittagspause. Ja, Mittagspause. Mittagspause. Also erstmal sorry, dass das für euch immer gleich aussieht, aber holy shit, hier haben wir gerade einen drinne, der ist geisteskrank lecker. Ich wünschte, ich dürfte euch sagen, was es ist. Ach ja, und Shishaya Haifen, Batch 4 haben wir hier, der Sargon von Shisha World ist ja dabei. Die machen ja auch Shishaya und da haben wir hier gerade Batch Nummer 4. So sieht das Ganze aus. Etwas schmaler geworden vom Stem her, vom Kopfstem. Pfanneloch ist schön niedrig, ne? Seht, jetzt verschwindet es schon. Sehr, sehr geil. Und Depot ist auch sehr, sehr nice. Und Kopfdichtung haben sie auch gefixt. Also sehr cool. Und den haben wir uns dann natürlich gerade direkt mal hier aufs Pfeifchen geworfen, ne? Ist klar. Da kann man den natürlich auch direkt mal testen. Ja.
Das ist das Dokument, was wir dann immer ausfüllen müssen. Also einmal Stärke und wie süß er ist. Also von Stärke geht praktisch von einem soften Flavor bis zu einem sehr intensiven Flavor. Und von bitter bis sweet haben wir dann noch eine Skala. Dann müssen wir die Geschmacksstärke bewerten. Ein falscher oder schlechter Nachgeschmack wird bewertet. Rauchintensität, Nikotin. Und auf der zweiten Seite geht es dann noch mehr um den Flavor. Da geht es dann erstmal um die Gesamterfahrung. Da kann man dann auch Bemerkungen schreiben, was hat einem gefallen, was hat einem nicht gefallen. Einzigartigkeit müssen wir bewerten. Und am Ende noch die Kaufabsichten. Also denken wir, so, also muss man ein bisschen mixen, persönlich und deutscher Markt, sollen wir beides beachten. Ob wir sagen, ich glaube nicht, dass diesen Flavor jemand kaufen wird. Ich glaube, sehr, sehr wenige Leute kaufen den. Ich glaube, manche Leute kaufen. Ich glaube, einige Leute kaufen den. Oder ich glaube, sehr viele Leute würden den kaufen. Ja, und das Ding füllen wir dann eben immer aus. Und je nachdem wird Alfacher dann eben entscheiden, welcher von den fast 40 Flavern, die jetzt insgesamt hier waren, dann hoffentlich irgendwann auf dem deutschen Markt erscheinen wird. Ne? Finde ich übrigens unglaublich nice, dass Alfacher sich da den Input von uns holt bei sowas. Das ist super cool. Okay, diesmal gibt es einen kleinen Twist. Wir haben jetzt zwei Pfeifen an. Zweimal an sich derselbe Flavor mit ein paar leichten Unterschieden. Und ja, jetzt füllen wir zwar ganz normal unsere Bögen hier aus, aber es geht trotzdem auch schon darum, also nicht auf dem Bogen, aber im Nachhinein, welcher von den beiden besser war. Und deswegen haben wir da jetzt gerade einen kleinen Blind-Test gemacht mit den zwei verschiedenen Köpfen. Habe ich übrigens beides wieder auf dem Shishaya-Hyphen Batch 4 gebaut. So, wir haben jetzt bei Alfacher Feierabend gemacht. Ist gut warm draußen, wie man bestimmt sieht. Und wir sind jetzt auf der Expo 2020. Und als erstes gucken wir uns mal Saudi an. Hier gibt es direkt das erste witzige Ding. Schon durch heute mit dem Tasting-Part. Ich habe euch das alles mal erspart, weil das habt ihr in den letzten Tagen gesehen. Ohne euch erzählen zu können, was wir probieren oder wie das schmeckt, ist das natürlich relativ useless. Deswegen habe ich da heute nichts zu gesagt. Aber wir sind jetzt durch mit dem Tasting und jetzt gucken wir uns einen Shisha-Laden an hier. Das wird sehr spannend. Wir sind jetzt angekommen beim Shisha-Laden. Da gucken wir jetzt mal rein, mal gucken, was es hier so gibt. So schon von draußen sieht man hier Vendors-Fakes, Alpha-Fakes. Ja, ne? Hier direkt vor uns und so. Ist schon wild, aber mal gucken, wie es drinnen aussieht. Wir gehen mal rein. So, also sehr, sehr interessante Köpfe, die wir hier finden. Uns wird gerade erzählt, das sind die, die hier auch regelmäßig bauen. Also wenn man hier in eine Bar geht, die normal traditionell bauen, dann ist das das, was man so kriegt. Haben wir irgendeine deutsche Kohlemarke, die es auch hier gibt? Ich glaube nicht, Narine, ne? Narine gab es mal in Deutschland. Narine? Ja. Narine gab es mal. Ich will Lava, das klingt schon, als ob da wenigstens ordentlich Hitze bei rauskommt hier. Ja, also sehr interessant. Aber nee, sonst, wo sind die Black Coco, frage ich mich da. Ha? Wo ist One Nation? Wo seid ihr? Das hier wäre tatsächlich auch sehr, sehr geil, wenn man irgendwie draußen raucht oder so. Ne? Also wenn man dann nicht weiß, wohin mit der Kohle oder für Shisha-Bars mit Outdoor-Bereich, oder? Was sagen Sie? Na klar, auf jeden Fall. Na klar oder na klar? Na klar. Na klar. Hier sind noch sehr, sehr interessante Kopfdichtungen ohne Ende. Ne? Hier kannst du dir direkt so einen Tausender-Pack kaufen oder sowas. Auch sehr interessant. Eine kleine Rolle Alufolie. Das ist die gleiche, die in den Dings hat. Was haben wir hier? Ganz wichtig, Tafler-Board, Lochstecher, Tafler-Nachleg, Steine, Anrauchgeräte, Trani-Schläuche. Ah, eine kleine AK. Ah, man kennt's. Sehr, sehr wild, was es hier so gibt an Pfeifen und Zubehör. Schon ganz anders. Guck mal, Shisha-Original haben sie auch nachgemacht. So, hier sind übrigens die ganzen Doha-Pfeifen. Hat der David vorhin versucht. Und hier kann man die kaufen. Das soll wohl auch sehr, 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 sehr günstig sein. Aber jetzt trotzdem nicht unbedingt Lust drauf. Ja, aber sehr cool. Sehr cool. So, wir haben den ersten Tabak. Ganz vorne in der Reihe steht Alfacher. Und oh mein Gott, wie schön sind bitte Verpackungen, wenn die nicht voll sein müssen mit Warnhinweisen. Das ist schon sehr, sehr geil. Hier Gamastik. Ja? So, hier hinten haben wir noch mehr. Minztabak und Co. Mega, mega nice. Nachla ist da. Was haben wir hier oben noch? Was ist das?
Debasch. Ja, Debasch wahrscheinlich. Debasch wahrscheinlich. Und da ist noch Nackler in klein. Ist wild, so viel Nackler zu sehen, weil das in Deutschland halt gar nicht mehr da. Was ist das? Rohrtabak, Eis. Wild. Das sieht sehr komisch aus, ne? Was haben wir hier drüben noch? 50 Gramm Päckchen, Alfacher, wieder dieses Debasch. Sehr, sehr wild. So, wir sind im Uber. Heute geht's ins C'est la vie. So eine sehr, sehr geile, sehr, sehr krasse Shisha-Bar hier sein. 53. Stock in einem relativ neuen Gebäude. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend und soll auch russische Pfeifen und sowas geben. Beziehungsweise Pfeifen, sagt man hier immer Shisha-Devices. Also heute haben wir hoffentlich Russian Shisha-Devices. Da bin ich sehr gespannt. Soll ein sehr cooles Gebäude sein. 53. Stock. Klingt sehr gut. So, jetzt geht es als erstes 54 Stockwerke nach oben und da ist auch schon. Entschuldigung? Ah, da. Ist auch schon das Aufzug. Bei der Auswahl. So, einen wunderschönen guten Morgen. Der letzte Tag in der Alfacher Factory beginnt und der beginnt sehr gut. Wir haben jetzt nämlich arabisches Breakfast, bin ich sehr gespannt. Der David hat verschlafen, wir warten noch auf David. Let's see. So, wir waren gerade noch unten im Labor, das war auch sehr, sehr krass. Da haben wir den automatischen Mixer gesehen. Genau, das reicht mit dir. Wie gesagt, wir lesen sie irgendwann mal nicht. Also wir waren eben noch im Labor, das war auch sehr, sehr krass. Da haben wir den automatischen Flavor-Mixer gesehen. Kann man praktisch hingehen und dann einfach nur, da ist einfach ein Knopf, ein Doppelapfel, drückst du auf Doppelapfel und dann mixt das Ding komplett den Doppelapfel selbst zusammen. Also die wissen gar nicht, was drin ist, die müssen gar nichts machen und das wird absolut ultimativ super genau zusammengemixt, sodass sie sich sicher sein können, dass das Aroma immer gleich ist. Also natürlich könnten sich irgendwann die Rezepte ändern und die werden bestimmt auch ab und zu geändert. Das heißt ab und zu selten, aber sie können geändert werden, aber zwischen diesen Änderungen kann Alfacher eben garantieren, dass das Ding immer ultimativ gleich bleibt. Und das Teil haben die seit 9 Jahren. Absolut krass. Es wird die Farbe kontrolliert von den Verpackungen, wie schnell die reißen, wie viel die Kartons aushalten zum Stapeln, der pH-Wert von der Molasse, die Tabakblätter, alles wird wirklich genau unter die Lupe genommen. Und das ist ja auch nicht die einzige Alfacher-Fabrik. Und in jeder Alfacher-Fabrik ist genau dieselbe Teststation aufgebaut. Das heißt, sie können garantieren, dass das Produkt in jeder Alfacher-Fabrik immer exakt gleich ist. Die Sachen, die reinkommen, sind gleich, der Testprozess ist gleich, der Mixing-Prozess ist gleich und die Rezepte sind auf Milliliter genau gleich. Was wirklich krass ist, und das habe ich bei noch keiner anderen Firma gesehen. Definitiv nicht. Also wirklich sehr, sehr krass, sehr advanced, technical, sehr, sehr cool. Auch das Labor, wenn man reinkommt, sieht genau aus, wie man sich jetzt so ein Labor aus dem Film vorstellt. Ne? Alles sehr, sehr clean, alles weiß, überall stehen krasse technische Sachen rum. Ist schon wirklich heftig. Also sehr, sehr nice gemacht. Ne? Hinter mir noch das Alfacher-Logo, aber das war's tatsächlich. It's over. Wir haben alle Sachen probiert, die wir probieren sollten. Wir haben alles geratet, was wir raten sollten und wir haben ordentlich Pfeife geraucht. Ich weiß nicht, wie viele Köpfe das jetzt waren über die letzten 4 Tage, aber jetzt ist vorbei. Heute Abend gehen wir noch mal essen, morgen einen Tag Freizeit und dann war's das schon wieder mit Dubai. Irgendwie habe ich am Anfang gedacht, ah, wir haben ja noch eine ganze Woche vor uns und so und irgendwie ist das jetzt schon alles rum. Also es ging doch deutlich, deutlich schneller als gedacht, muss ich sagen. Aber es war schon wirklich extrem krass.
War wirklich extrem geil. Und wir haben noch ein absolut geniales Abschiedsgeschenk bekommen. Und zwar, seht ihr es hier schon, wir haben Alfacher-Dosen bekommen mit der Deutschlandflagge und dem Instagram-Handle. Übrigens, schaut gerne auf Insta vorbei. Der Name ist hier eingeblendet. Und das ist wirklich zu krass. Ne? Innovation Week im November 2021. United Arabic Emirates. Also wirklich ein ultra nice Geschenk. Und da sind sogar noch Sorten drin, die wir uns aussuchen dürften. Das heißt, wir müssen leider hier das Siegel abmachen. Aber ultra nice Geschenk. Super, super cool. Alrighty, wir sind im Hotel. Wir sind eben noch ganz kurz in den Pool gesprungen, weil da waren wir noch nicht einmal drin. Ne? Und da wollten wir wollten einfach einmal im Pool. Unbedingt. Und das haben wir abgehakt. Jetzt war ich duschen und jetzt gehen wir noch Abendessen / Pfeife rauchen, weil wie immer in Dubai geht das einfach beides im selben Restaurant. Soll ein Russe sein, vielleicht gibt es einen Darkblend. Hoffentlich. Alfacher, sehr nice, aber der Marvin, der braucht ab und zu auch mal ein Köpfchen Darkblend. Wichtig? Richtig. So, wir sind jetzt im Osh angekommen. Essen haben wir schon bestellt, hört sich sehr, sehr gut an. Pfeife haben wir auch bestellt, gibt auch russischen Tabak und alles, soweit, also sehr gut. Gucken wir mal, wie die Pfeifen dann letztendlich werden. Ich habe mir eine 8 von 10 bestellt, in Russland bestellst du zwischen 0 schwach und 10 stark. Mal gucken, wie die 8 wird. Hoffentlich stark. So Leute, das war's. Es ist 1 Uhr nachts. In 4 Stunden muss ich aufstehen und zum Flughafen fahren. Heute war unser letzter Tag in Dubai. Ich habe heute bewusst mal die Kamera nicht mitgenommen, um einen Tag wirklich vollkommen in Freizeit Dubai zu genießen. Wir waren noch ein bisschen Pfeife rauchen, ein bisschen shoppen. Heute Abend noch zusammen eine Pfeife geraucht, ein Bierchen getrunken und jetzt bin ich auf dem Zimmer. Und das war's. Es war sehr, sehr schön. Dicker Kuss ans Alfacher-Team, dass sie das möglich gemacht haben, dass die uns hier eingeflogen haben, um ganz viele neue Sorten zu testen, um da mitzuhelfen, dass sie uns das Vertrauen entgegenbringen, das zu machen, was sehr, sehr krass war. Und wir so eine geile Zeit in Dubai erleben konnten. Und ja, jetzt muss ich schlafen, weil morgen geht's schon wieder zurück. Aber ich werde nicht den Flug nochmal filmen. Ihr habt mich oft genug eng in einem Flugzeug sitzen sehen. Das passt schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, die Eindrücke aus Dubai hier zu sehen. Gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Video oder Stream.